Du machst mir noch Polenta, ne? Und du machst auch noch... Ne, du machst Beeren. Wo waren denn meine Polenta? Polenta und Polenta, da sind sie. Ja, dann macht ihr mal hier schön Lager leer, ne? Macht mal hier schön und dann... Gucken wir mal. Er kommt ja jetzt in ein besseres Gebiet. Müsste jetzt gleich Dürr vorbei sein. Ich hoffe dann, die Vergiftung ist da nicht so hoch. Schicken wir schon mal einen Kundschafter wieder los. Und dann machen wir die 200 Steine da weg. Komm, dann nutzen wir das mal wieder. Wieso fehlen Pilze? Ach, Dünger könnt ihr ruhig hin. Warum steht ihr hier sinnlos rum? Euch fehlen Pilze, das ist richtig, aber holt euch die doch mal. Wir müssen aber jetzt langsam mal in ein besseres Gebiet kommen, oder? So, hier sind wir wieder im Feuchtgebiet, jetzt geht's los. Ist noch irgendwie Sand reingekommen oder noch nicht abtransportiert? Könnte noch ein bisschen Mais transportiert werden. In diesem Ort gibt es etwas frische Nahrung für Onbu. Ja, dann machen wir doch Folgendes. Ich weiß nicht, ob du frisst, aber wir können ja mal sagen, hör mal, weißt du was? Ist. Ja, ist klar, beim Essen, da bist du wieder voll dabei, wa? Ja, der Befehl wird akzeptiert. So kann natürlich wie Joyo, ne, komm, fressen machen wir. Ja, komm, mach dich mal schön satt. Ach, scheiße, die Giftstufe ist schon wieder hoch. Mist. Das ist nicht so schön mit der Giftstufe. Ihr seid dran, ne? Naja, Holz und Chrom müsste ja genug da sein. Die sind voll, das ist gut. Die sind voll, das ist auch gut. Würde Onbu dann einmal streicheln. Igelchen, ich grüße dich. Hallöchen. Herzlich willkommen. Komm, dann lass mal hier. Dann kriegt Onbu noch ein bisschen einen gestreichelt, weißt du? Muss man ja auch mal machen, ne? Sein Reitesel immer mal wieder ein bisschen streichen. So, da heben sie ab. Seht ihr den kleinen Heißluftballon? Da, seht ihr, ne? Und jetzt, ui,
Schön vorne an der Nase, einmal an dem Horn streicheln. Kommt leider nicht nah genug ran. Oh, das wird abgeknickt. Das war ich nicht. Jetzt wird das Ding einmal am Kopf so. Einmal über die Schuppe drüber, weißt du? Was ist? Mach mich nicht fertig, du. So, was wie ein Steinbruch aussieht, entpuppt sich als Ausgrabungsstätte, die mit versteinerten Knochen eines riesigen Onbu gefüllt ist. Wir müssen vorsichtig sein, wir gehen weiter. Ne, wir gucken mal hier, ne? Machen wir wieder. Wir kriegen 2 Arbeiter und 15 Steinplatten. Was wollen wir denn mehr? Was haben wir denn noch hier? Wir können wieder was erforschen. Komm, hier schicke Kundschafter. Schicke Kundschafter. Und schicke Kundschafter. Und dann kann sich Else hier wieder hinlegen, ein paar Minuten. Wie läuft's? Ja, hier im Spiel eigentlich ganz gut. Also bis jetzt. Wir hatten eine Giftphase. Die haben wir aber ganz gut überbrückt. So, der Förster. Nee, nicht Förster, sondern wir machen jetzt den Schmelzofen. So, dann können wir nämlich Eisen herstellen. So schaut das nämlich aus. Hier ist jemand vergiftet. Warum ist hier jemand vergiftet? Schwer vergiftet und vergiftet. Alles klar, dann machen wir doch Folgendes. Lassen wir doch mal die Ärzte wieder arbeiten, oder? Krisenteam. Hier wird noch eingelagert. Also wir machen noch Polenta. Das ist ganz gut. So, meine Katze meint es gerade zu gut mit mir. Was macht sie mit dir? Silvia, was macht sie? Schmusen. Grundsätzlich richtig. Du machst noch. Ne, du machst es ja eh Bärenmüsli. Du bist der für Polenta. Das, warte mal, machen wir den jetzt hier zu Bärenmüsli? Der kann dann, weiß ich auch nicht, Rübensuppe machen. Wir müssen ja so langsam müssen wir mal zur Rübe kommen, ne? So, dieser Ort ist nicht von Gift betroffen. Dann, und du. Ja. Weißt du, wenn es ums Fressen geht, wenn es ums Schlafen geht, dann ist eben was. Ich schulde dir noch was. Was schulde ich dir noch? Ein Tier zu benennen. Ja, das ist doch. Was schulde ich dir noch? Onbu schläft. Witz von gestern. Hattest du gestern einen gestartet und ich habe das übersehen? Erzähl einen Witz. Eigentlich ist sie die, die am meisten kuschelt. Sie hat jetzt aber eine Maus mitgebracht und schmeißt die durch die Gegend. Schon zweimal auf den Schoß geworfen. Gerade beim Schlagen vor mir auf den Tisch geknallt. Was ist denn das? Das ist der Grund, warum ich keine Katze und schon gar keine freiläufende Katze habe. Stell dir mal vor, die käme hier mit so einer Maus rein. Weißt du? Geht doch. So, einen Witz sagst du. Na gut. Ist ein bisschen länger, warte mal. Ich muss mal eben, also ihr wisst ja, in Spielen muss man immer erstmal gucken, dass man das auch hier muss ich gleich noch Kundschaften. Ansonsten hier sind noch irgendwelche Leute, die müssten wir eventuell noch kriegen. So, Biber läuft durch den Wald, weißt du, und kommt zum Fluss. Liegt da der Hase, völlig bekifft. Biber dahin sagt immer, Hase, lass mal mitkiffen. Gib mir mal Drogen. Nee, sag ich mal. Ich habe nicht mehr genug, das reicht für mich gerade noch hier so für den Rest des Monats. Vorher kann ich mir ja nichts mehr leisten. Ja, sagt der Biber, komm, du weißt doch, ne, Leben hier im Wald ist kacke. Und da sagt der Hase, also
Einmal darfst du ziehen. Und damit das besser knallt, atmest du nicht sofort wieder aus, sondern gehst in den Fluss, tauchst durch und erst am anderen Ende atmest du wieder aus. Biber zieht, ne? Einmal durch den Fluss durch, atmet hinten aus, so und so. Oh, das knallt. Biber, also richtig stone. Kommt ein Nilpferd vorbei und sagt, ey Biber, du siehst doch, du hast doch gekifft. Gib mal was ab, komm. Vom Hasen. Musst du rüber, der Hase hat noch was. Wo ist das da? Gut, ne, Nilpferd taucht rüber, taucht vor dem Hasen wieder auf, der Hase so. Biber, Biber, ausatmen, ausatmen! So, Kundschafter sind zurückgekommen mit 10 Steinen. Sehr gut. Dann könnt ihr doch hier weitermachen. Ja, ein Mörderwitz, wa? So, wie schaut es denn generell aus? Essen ist gut. Wasser, 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 Wasser. 690 füllt sich wieder auf. Du hast immer seltsame Witze drauf. Wieso seltsam? Verstehe ich jetzt nicht. Schlecht war der nicht. Ah, Ombo läuft wieder, alles klar. So, wie sieht es denn hier mit dem Steinbruch aus? Oh. Hier ist die Giftstufe 5 untätig. Oh, 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 schwer vergiftet, vergiftet. Leute, was ist los? Wir haben keine Ärzte mehr, oder was? Sehr seltsam. Oh, wir haben eine Entscheidung. Wir sind auf eine Gruppe Siedler gestoßen. Ja, aufnehmen, komm! Zwei gesunde, zwei hungrige. Na, zu essen gibt es. So. Wo lauft ihr denn gerade hin? Kundschafter sind zurückgekehrt mit 7 Eisenerz, alles klar. So. Aber komm, schlecht sind die Witze nicht, oder? Man darf immer drüber streiten, aber. So, machen wir hier mal zu und machen den auch mal zu. Dann müssten die Ärzte ja jetzt genug Zulauf haben und dann könnten wir ja eigentlich hier wieder auffüllen. Dann könnten wir hier eigentlich auch auffüllen, klar. Wir müssen ja dann genug Personal haben. Du hattest schon schlechte drauf. Ja, über Witze darf man immer streiten. Man ist ja auch immer so ein bisschen persönlicher Geschmack. Da das ja eine freiwillige Leistung ist, seine Punkte dafür auszugeben. Muss halt jeder selber entscheiden. Wenn er sagt, die Witze kann ich mir nicht antun, dann gibt die Punkte dafür nicht aus. Ja, mal gucken, ob wir noch irgendwas finden, wofür wir Punkte ausgeben sollen. Habt ihr Ideen? Irgendeinen Wunsch, wofür man Punkte ausgeben können soll. In der flexibel. So, Baumschule. Sammelt Setzlinge. Das wäre ja ideal, ne? Weil der kann ja Setzlinge sammeln hier ohne Ende. Ne? Warum nimmt er die denn da von oben nicht? Wobei der natürlich hier blöd irgendwie. Nee, so wäre eigentlich ideal, ne? Ich weiß nur nicht, warum der die da oben nicht nimmt.
Effizienz 100%, vielleicht für ein paar Kniebeugen, die du dann natürlich abarbeitest. Oder nicht reden. Also nicht reden, naja, das sind natürlich also erstmal Sport machen. Igelchen, bist du vor eine Schleuse geschwommen oder was stimmt denn hier nicht? Heute mit dem Kopf zuerst aufgestanden? Sport, Kniebeugen. Da mache ich zweimal, dann geht das knick. Dann liege ich hier, wimmernd. Nicht reden ist im Let's Play blöd, weil ich nehme ja auch für YouTube auf. Und wenn du dann in so einer YouTube-Geschichte bist und da so eine Phase nichts zu sagen hast, ich nehme das ja auch nur als Vorschlag. Was wäre denn, wenn ich euch mal, weiß ich nicht, für entsprechend viele Punkte natürlich, eine Real-Life-Postkarte schicke? Jetzt habe ich natürlich keine Handschrift, mit der man lesen könnte, aber sowas zum Beispiel. Schöne Ansichtskarte aus Solingen, weißt du? Gestalte ich mal schöne Postkarten mit Fett-LP und dem Mond. Das haben schon sehr viele, ja. Gut dann. Nee, wäre das was oder wäre das nichts? Wenn ihr natürlich sagt, kein Interesse von dir Post zu kriegen, weißt du? Soling, genau. Kennst du das nicht? Eine Ansichtskarte aus Soling ist ein Messer. Vier untätig und einer vergiftet. Was machen meine Ärzte den ganzen Tag? Dann lieber Messer aus Soling. Ja, das stimmt. Das sind die besten Messer. Kann mir mal einer ganz kurz erzählen? Wir haben ein paar Leute, die vergiftet waren. Ne? Und die verbrauchen hier alles an Ressourcen. Sind die doof oder was? Onbu, 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 Onbu. Ja, ich weiß, ist jetzt blöd. Aber was hältst du davon, wenn wir Pause machen? Komm, wir machen mal ein ganz kurzes Bäuschen. Was hältst du davon? Hier so ein Platz. Das ist Pause, ne? Da machst du wieder schön, da machst du. Nee, hier. So. Ich weiß gar nicht, in welchem Film war das? Irgendwann mit Platz Benz am Terrazil. Eine Ansichtskarte aus Soling. Ihr wisst ja, mir fällt sowas nicht selber ein. Ist hier unkreativ, hat er keine. So, Kundschafter und dann können wir hier jemand. GameStop noch immer sehr laut. Wie der jetzt hier? Der GameStop ist zu laut. Dann gucken wir mal, ob es jetzt besser ist. Soll ja gut abgemischt sein. So, hier macht das mal weg. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Personal über, ne? 15, jetzt haben sie wieder schön voll gemacht. Drei Leute vergiftet. Naja, wir liegen ja auch im Gift. Ist ja klar. So, du bist auf eine Gruppe von Nomaden gestoßen. Dann machen wir Folgendes. Du hast dich jetzt lange genug ausgeruht. Los, geh. Aufnehmen. Wir brauchen noch immer Personal. Drei gesunde Menschen. Umbo muss mal. Mhm. Schön kacke. Ist jetzt besser der Game Sound?
Lager ist voll. Hol mal ab hier. Ich meine, ihr müsst ja nur von hier nach hier.